Also, vorher, bevor wir diese Gruppen gemacht haben, wo wir diese Themengruppen, wo wir erstmal hier gebrainstormt haben, dann haben wir das Thema Schule und Bildung neu gedacht. Dann haben wir uns überlegt, was für Probleme in der Corona-Zeit generell so den Schulalltag geprägt haben. Und da sind wir auf ein spezifisches Problem gekommen, und zwar, dass Lehrer von den Schülern oft nicht erreichbar sind. Also, dass Lehrer entweder nicht in ihre E-Mails schauen oder nicht rechtzeitig antworten oder auch vielleicht gar nicht antworten, aufgrund entweder zum Beispiel, dass sie sich immer einloggen müssen bei ihrem E-Mail-Account und dafür vielleicht keine Lust haben oder keine Zeit. Genau, das war so unser Problem, also unsere Problemfrage, auf der dieses gesamte Projekt basiert. Und dann haben wir uns halt überlegt, was könnte man quasi da besser machen. Und so sind wir auf eine Art Chat-Tool gekommen quasi, wie es hier steht, das die direkte Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern ermöglicht. Das heißt, das könnte eine Website sein, bei uns lief es auf einer Website heraus, selbstverständlich könnte das aber auch eine App sein. Das Login-System sollte viel einfacher sein, das heißt zum Beispiel mit einer App, dass man sich einmal einloggt und dann zum Beispiel immer eingeloggt ist. Oder auch zum Beispiel, dass man Push-Nachrichten hat, dass Lehrer direkt zum Beispiel auf ihrem, keine Ahnung, auf dem Desktop zum Beispiel Nachrichten bekommen, der Schüler hat ihr eine Frage gestellt oder sowas. Genau. Und rausgekommen ist dabei Alpaca-Chat. Wir haben das jetzt als Website gebaut. Der Aufbau ist recht simpel. Hier seht ihr mal ein Screenshot der Website. Als erstes hat man ein ganz einfaches Login-System, wo man einfach einen Benutzernamen und ein Passwort eingibt und dann kann man sich einfach registrieren. Und dann hat man einen Chat. Es hätte natürlich auch, also nein, selbstverständlich. Wir haben auch Gruppen hinzugefügt, das heißt, dass man jetzt quasi nicht einfach nur einen Chat hat, wo wie alle Leute mit drin sind. Also man kann einen Benutzernamen eingeben und dann kann man mit Leuten aus einer bestimmten Gruppe chatten, Direktnachrichten schreiben. Das werden wir aber gleich noch in der Live-Demonstration sehen. Genau. Die Technik, die dahinter steckt, besteht im Grunde aus diesen drei Haupttechnologien. Einmal Node.js für den Server, um das Ganze aufzusetzen, dass die Nachrichten auch irgendwie, dass das Ganze überhaupt wirklich funktioniert. Dann die Server-Client-Kommunikation, das heißt, dass man wirklich auch von seinem Client, also seinem Gerät, etwas an den Server senden kann und dass der User auf der anderen Seite, an dem man das schickt, das dann auch bekommt. Und einmal zum generellen Design, also zum Beispiel hier, dass man hier dieses ganze UI, also das hier Alpaca-Chat steht und das dann die Buttons hat und so. Das Design ist mit Bootstrap und CSS gemacht. Aber wir haben jetzt nicht nur einen einfachen Chat gebaut, sondern auch noch, falls der Lehrer zum Beispiel mal wirklich nicht erreichbar ist, trotz dieses Programms, will man ja trotzdem jemanden, der einem vielleicht bei einfachen Lernfragen sofort weiterhilft. Und wenn das jetzt nicht unbedingt Google ist, weil bei Google bekommt man ja die ganze Zeit, man bekommt 20.000 Websites gefühlt und vielleicht auch mit unterschiedlichen Meinungen. Manchmal möchte man einfach nur Fakten haben. Also haben wir in dieses Chat-Tool einen Chatbot eingebaut, der mit künstlicher Intelligenz basierend auf TensorFlow Python funktioniert. Und der macht im Grunde, man gibt etwas ein, damit man das von anderen Nachrichten unterschreiben kann, schreibt man da Slash davor. Dann geht das quasi direkt an den Bot und der antwortet dann zurück. Der ist noch nicht ganz ausgereift, dieser Bot. Das heißt, man kann dem noch viel mehr einprogrammieren, als er jetzt kann. Das kann man aber auch noch in der Live-Demonstration gleich sehen. Genau. Also dieser Chatbot wird dann halt, soll jetzt nicht unbedingt den Lehrer ersetzen bei solchen, bei diesem Chat-Tool, aber es ist schon mal wenigstens eine Hilfe, eine kleine Hilfe, wenn man mal kleine Fragen hat. Genau. Dann würde ich sagen, jetzt geht's noch mal zur Live-Demonstration. Genau, das ist der Startscreen, auf dem man auswählen kann, ob man sich einloggt Genau, oder das ist der registriert.
Wir loggen uns jetzt ein. Genau, dann kann man sich da mit seinem Benutzernamen einmal einloggen. Und dann hat man hier seine Chatverläufe. Und dann kann man einen neuen Chat eröffnen. Entweder eine Gruppe oder eine Direktnachricht. Theoretisch noch mit dem Bot, aber das funktioniert momentan anders. Wir erstellen jetzt eine Gruppe. Und dann kann man Personen hinzufügen. Zum Beispiel jetzt den anderen Account namens Test. Und dann kann man die Gruppe erstellen. Dann sieht man hier in seinen Chats die neue Gruppe mit den ganzen Mitgliedern und kann dann draufklicken. Und dann kann man eine Nachricht schreiben oder mit dem Bot kommunizieren. Indem man einen Slash vor die Nachricht macht, wird dann automatisch eine Nachricht an den Bot versendet. Das mit dem Bot kann ein bisschen länger dauern. Genau, und da hat der Bot jetzt eine Antwort versendet. Matteo, möchtest du die Abmoderation machen? Ja, das würde ich dann machen. Ich würde mal sagen, auch wer okay, hat jetzt... Das war unsere Präsentation zu unserem Chat-Tool Alpaka-Chat. Ja. Vielen Dank. Ich würde mal sagen, auch, ne, wir haben jetzt an dem Wochenende sehr viel geschafft und auch ohne unsere beiden Unterstützer hätten wir das definitiv nicht machen können. Da möchte ich noch einmal ganz besonders Lucy und Abraham danken für eure Unterstützung bei allen möglichen Fragen und mich auch noch mal einmal bei Pascal und Matteo bedanken. Ja, es hat einfach wirklich Spaß gemacht, dieses Wochenende mit euch zu verbringen und zu arbeiten. Und wir haben wirklich viel geschafft dafür, dass wir uns damit noch nie vorher beschäftigt haben.